Servus, ist mal wieder ganz gedig am Start. Heute gibt es mal die Solo-Methode, wie ihr euch wieder verklitschen könnt für den Giftcast to Friends. Was benötigt ihr wieder, um das Ganze machen zu können? Ihr braucht entweder eine Arena-Werkstatt oder halt eine Nachtclub B2 Unterschossgarage. Dann braucht ihr noch einen MOC. Im MOC muss auf der dritten Position ein Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge sein. Als allerletztes benötigt ihr natürlich wie immer bei einem Giftcast to Friends einen Freund, der euch dann die Fahrzeuge gibt. Hierbei ist natürlich nur das Verklitschen Solo. Wenn ihr das nun alles habt, fangen wir damit an, wie das Ganze funktioniert. Am besten, ihr macht das Ganze in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung, ladet auch schon euren Freund ein, so ist das Ganze um einiges einfacher und entspannter. Dann geht ihr auf die Kontakte, ruft natürlich jetzt den Mechaniker an und fordert das Fahrzeug, was jetzt entweder aus der Nachtclub B2 Garage kommt oder halt aus der Arena Werkstatt. Ihr solltet bloß nicht durcheinander kommen, damit ihr das dann auch am Ende in die richtige Garage wieder zurückfahrt. Ich habe jetzt hier ein Fahrzeug schon aus der Arena bestellt. Wenn das dann ausgeliefert worden ist, einfach einsteigen, ihr müsst da auch nichts groß Besonderes einstellen. Danach begebt ihr euch zum Los Santos Car Meet. Falls ihr noch nicht wisst, wo sich das Ganze befindet, das wird meistens mit einem L und einem S auf der Karte angezeigt. Und dort fahren wir jetzt einmal mit dem Fahrzeug, was wir gerade bestellt haben, einmal rein. Drinnen dann angekommen, gehen wir auf die Kontakte. Ihr ruft jetzt einfach einen der Kontakte an, die ich jetzt hier unten einblende. Ihr könnt euch da einen raussuchen. Solltet ihr jetzt das Problem haben, dass ihr beim Job anfordern ein Schloss davor habt, dann liegt das daran, dass ihr vielleicht noch nicht das entsprechende Level erreicht habt. Das heißt, ihr müsst einen anderen Kontakt auswählen. Ich glaube, ab Level 12 sollte dann aber auch mindestens einer frei sein, wo ihr einen Job anfordern könnt. Das ist dann meistens Simeon. Wir gehen jetzt hier auf Job anfordern, steigen dann einfach wieder in das Fahrzeug ein. Danach bekommen wir oben links ein Optionsmenü. Da drücken wir jetzt mit Fake einmal drauf und gehen dann auf Teststrecke. Ihr geht jetzt hier alleine rein und wartet dann ab, bis ihr auf der Teststrecke seid. Auf der Teststrecke dann angekommen, einfach eine 180 Grad Drehung machen, so dass er dann wieder zum Ausgang schaut. Und nun müsst ihr erstmal auf das Handy gehen, geht jetzt auf die Jobliste und schaut, ob nun von der Kontaktperson, die ihr vorhin angerufen habt, jetzt der Job gekommen ist. Geht dann dort auf den Job auch noch einmal mit X drauf, so dass dann diese Ansicht auf dem Handy kommt. Jetzt kommt wieder ein kleiner Timing Part, ihr gebt Gas und sobald das Fahrzeug zum Stehen kommt, drückt jetzt hier X. Ihr seht jetzt, das lädt im Hintergrund und das Ganze ist auch schon verbuggt. Das kann man jetzt gut sehen, ihr wartet jetzt einfach kurz. Und anschließend geht ihr wieder auf Beenden, also Kreis drücken. Willst du den Job wirklich verlassen? Das Ganze nehmt ihr mit X an und wartet nun ab. Ihr seht, wir spawnen jetzt wieder am Ausgang. Dann bekommen wir wieder ein Black Screen und dann solltet ihr im besten Falle wieder beim Car Meet landen. Und unten links sollte die komplette Minimap verschwinden. So, es hat nun alles funktioniert. Die Karte ist nun weg. Jetzt müsst ihr natürlich euer Fahrzeug suchen. Da guckt ihr einfach mal auf die Karte, indem ihr das Optionsmenü einfach öffnet. Sucht euer Fahrzeug und steigt dann dort wieder einfach einmal ein. Oben links wieder Viereck einmal drücken. Wir gehen jetzt auf Verlassen, also Kreis. Und dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug zu der Garage, woher ihr das bestellt habt. Falls ihr jetzt in eine andere Garage reinfahren solltet, dann wird dieser Glitch nicht funktionieren. Am besten, ihr schließt dann einmal GTA und startet das Spiel neu, damit das dann auch richtig funktioniert. Wenn ihr dann an der richtigen Garage angekommen seid, braucht ihr jetzt keine Angst haben, das Fahrzeug, in dem ihr drinnen sitzt, wird nicht verschwinden. Ihr fahrt jetzt einfach auf das Tor drauf zu, wählt jetzt natürlich die richtige Garage aus, habt ihr jetzt im Nachtclub die Garage B2 genommen, müsst ihr jetzt die B2 auswählen, habt ihr die Arena-Werkstatt genommen, müsst ihr jetzt auch die Arena-Werkstatt-Ebene auswählen, und zwar die erste. Ihr werdet nun sehen, dass das Bild immer mal wieder weiß und schwarz wird, immer wieder im Wechsel, dann hat das Ganze funktioniert und ihr müsst jetzt auf eurem Controller nur noch Dreieck drücken, ihr steigt automatisch aus dem Fahrzeug aus, fallt durch die Karte und landet dann wieder vor der Arena oder halt vor dem Nachtclub und seht dann auch meistens, wie euer Fahrzeug mit einem NPC einfach davon fährt. Aber in Wirklichkeit steht natürlich das Fahrzeug wieder in der Garage. Nun solltet ihr noch überprüfen, ob das Ganze tatsächlich zu 100% funktioniert hat. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr jetzt einmal in das Interaktionsmenü geht, geht dann auf das Inventar und jetzt könnt ihr das Ganze entweder mit dem RC Tank machen oder halt mit dem RC Bandito. Das ist euch überlassen. Habt ihr natürlich keins dieser Fahrzeuge, ist das auch nicht so schlimm. Doch es kann ab und zu passieren, dass ihr dann durch die Karte einfach durchfallt und dann einfach sterbt und dann ist der Glitch auch schon so oder so aufgehoben. Wenn ihr dann den RC-Tank angefordert habt, einfach das Fahrzeug verlassen und wenn ihr seht, dass euer Charakter immer wieder neu nachladen muss, wisst ihr, okay, jetzt seid ihr zu 100% in dem verglitschten Zustand. Jetzt benötigen wir natürlich noch ein Fahrzeug, was ihr nicht mehr braucht. Was das für eins ist, das ist total euch überlassen. Ich mache das Ganze meistens mit dem LG RH8. Fordert dieses Fahrzeug einfach
einfach über den Mechaniker an. Wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr diesen RH8 herbekommt, geht auf das Handy, geht in das Internet, geht dann auf Legendary Motorsports, sortiert das Ganze von billig zu teuer und dann sollte euch oben links das Fahrzeug angezeigt werden. Das Ganze geht natürlich nur dann, wenn ihr bei Social Club angemeldet seid. Ansonsten kostet das Fahrzeug, glaube ich, 40.000 GTA-Dollar und wenn das dann ausgeliefert worden ist, einfach einsteigen und dann begebt ihr euch und euer Freund muss sich natürlich ebenfalls zur Giftcast to Friends Stelle begeben. Wenn ihr noch keine Ahnung habt, wo das ist, geht ihr kurz auf die Karte. Ich werde es euch ganz kurz zeigen und zwar an dieser Position hier fahrt ihr jetzt einmal hin und dann geht es dort mit den nächsten Steps weiter. Wenn ihr nun an der Stelle angekommen seid, könnt ihr das Ganze gerne so machen, wie ich das mache, ist euch natürlich frei überlassen. Ihr findet meistens zwei Sticker mit einer 24 drauf, da fahrt ihr einfach mit dem Sichtfeld einmal hin. Danach geht ihr in das Interaktionsmenü, geht jetzt auf Sonderfahrzeuge, MOC und einmal MOC anfordern. Euer Freund sollte natürlich ebenfalls dort sein. Am besten ist, beide Spieler schauen einfach mal kurz zur Wand, damit dann der MOC direkt bei euch in der Nähe spawnt und ihr nicht erst das Fahrzeug holen müsst und genauso positionieren müsst, wie das jetzt hier gleich im Video angezeigt wird. Nach einer gewissen Zeit sollte dann der MOC erscheinen. Ihr seht, der steht jetzt perfekt, wo er stehen sollte. Anschließend muss natürlich euer Freund das Fahrzeug einmal bestellen, was ihr haben wollt und danach steigt euer Freund mit in das kostenlose Fahrzeug ein, was ihr nicht mehr benötigt. Damit ihr nochmal seht, wo das Fahrzeug jetzt steht, was wir gleich erhalten werden, fahre ich jetzt nochmal dorthin und zwar am besten, euer Freund positioniert dieses Fahrzeug dort an dieser Ecke, denn wenn ihr dann einmal komplett verglitscht seid, habt ihr nur eine gewisse Zeit in dieses Fahrzeug einzusteigen. Euer Freund sollte das Ganze natürlich auch jetzt noch einstellen, dass entweder nur Freunde einsteigen können oder ihr als Beifahrer oder allgemein Leute in das Fahrzeug einsteigen können. Jetzt eine ganz wichtige Sache, euer Freund darf das jetzt nicht vergessen und zwar muss jetzt euer Freund einmal die Pfeiltaste dauerhaft nach unten drücken, geht jetzt in die Charakterauswahl, wählt einen Charakter aus und bleibt dann in dieser Meldung hier drinnen. Das ist ganz wichtig, sonst fahrt ihr nämlich in den MOC rein. Danach fahrt ihr an den MOC hinten dran, der Freund ist in der Meldung drinnen, rechte Pfeiltaste nun drücken und wenn natürlich ein Fahrzeug hinten drin ist, dann könnte es sein, dass diese Meldung hier kommt. Ist nicht so schlimm, denn das Fahrzeug, was im MOC drin ist, wird dann automatisch dorthin geschickt, wo ihr jetzt den Energy her habt. Diese Meldung nehmt ihr also mit X an und dann solltet ihr ganz kurz eingefroren sein mit dem Sichtfeld. Ihr könnt auch nicht nach vorne oder nach hinten fahren und euer Freund steigt dann automatisch aus dem Fahrzeug aus. Anschließend fahrt ihr ein Stück nach hinten, steigt dann ebenfalls kurz aus dem Fahrzeug aus. Jetzt geht ihr ebenfalls wie euer Freund dauerhaft mit der Pfeiltaste nach unten, geht dann auf die Charakterauswahl, wählt einen Charakter aus und bleibt dann in dieser Meldung kurz drinne. 3 bis 5 Sekunden sollten total ausreichen und danach bitte aufpassen, dass ihr diese Meldung nicht mit X annehmt, sondern Kreis drückt, um aus der Meldung wieder rauszukommen. Somit braucht ihr jetzt nämlich keinen anderen Spieler in einem anderen Zielmodus. Danach gehen wir zum MOC, gehen auf alleine eintreten und dürftet jetzt ab dieser Stelle eigentlich nicht im MOC drinne landen, sondern ihr bekommt einfach einen dauerhaften Black Screen. Nach 1 bis 2 Sekunden drückt ihr wieder dauerhaft die Pfeiltaste nach unten, geht gleichzeitig mit dem rechten Stick einmal nach oben und lasst jetzt die Pfeiltaste nach unten los und dann sollte die gleiche Meldung kommen, wie wir die auch gerade hervorgerufen haben und in der Meldung bleibt ihr ebenfalls nochmal 3 bis 5 Sekunden drinne. Dann mit Kreis ablehnen, ihr seht, wir sind komplett unsichtbar, wir laufen ganz schnell zum Fahrzeug von unserem Freund, das ist natürlich offen und danach werden wir direkt in den MOC eingezogen und das Fahrzeug wird somit auch direkt abgespeichert. Ihr bekommt unten rechts eine kleine Speicherschnecke und damit wäre der erste Durchlauf nun fertig. Ihr müsst natürlich jetzt nicht alle Steps wieder von vorne vorbereiten, damit das Ganze hier funktioniert. Ihr könnt jetzt das Ganze ganz schnell hintereinander wegmachen, dazu einfach wieder den Anhänger verlassen vom MOC und ich zeige euch jetzt nochmal einen zweiten Durchlauf, damit ihr das jetzt immer und immer wieder wiederholen könnt, bis ihr alle Fahrzeuge habt, die ihr haben wollt. Ihr seht auch gerade, der LG stand kurz da und ist dann automatisch verschwunden. Der LG ist jetzt natürlich komplett weg und wird auch nicht wiederkommen. Danach könnt ihr euch jetzt an die gleiche Position begeben, wie ich das mache, geht jetzt auf Kontakte und geht wieder auf den Mechaniker, fordert nun das nächste Fahrzeug an, was ihr nicht mehr benötigt. In dem Falle ist das auch hier wieder ein kostenloser LG. Euer Freund muss jetzt natürlich genau das gleiche auch machen, bloß er muss erst sein Fahrzeug einlagern, damit er wieder ein neues bestellen kann. Beide Fahrzeuge wurden nun ausgeliefert. Ihr seht, das Fahrzeug vom Freund steht noch nicht auf der Position, wo es eigentlich stehen sollte und unser LG ist natürlich schon da. Jetzt muss der Freund natürlich das Fahrzeug wieder so positionieren, damit ihr relativ schnell einsteigen könnt und wenn das Fahrzeug dann dort steht, wo es stehen soll, steigt euer Freund dann wieder in den LG mit ein und wir machen das gleiche jetzt einfach
einfach nochmal. Euer Freund geht wieder in die Meldung rein. Ihr fahrt hinten an den MOC einmal dran. Wieder rechte Pfeiltaste drücken. Jetzt kommt natürlich die gleiche Meldung nochmal. Das Fahrzeug, was jetzt im MOC ist, wird natürlich wieder auf die Stelle gerückt, wo das Fahrzeug wieder her ist, was ihr gerade bestellt habt. Und danach friert auch wieder alles ein. Der Freund steigt automatisch aus. Wir fahren jetzt nochmal nach hinten, steigen natürlich auch nochmal aus, machen das gleiche wie vorher, wieder dauerhaft die Pfeiltaste nach unten drücken, wieder in die Charakterauswahl gehen, sicher ist sicher, kurz warten, 3 bis 5 Sekunden, die Meldung auch hier wieder mit Kreis ablehnen und danach gehen wir wieder zum MOC, alleine eintreten und ihr seht, wir bekommen auch hier wieder einen dauerhaften Black Screen, danach wieder dauerhaft die Pfeiltaste nach unten drücken, gleichzeitig den rechten Stick nach oben, wieder die Pfeiltaste nach unten loslassen, die gleiche Meldung erscheint schon wieder, hier bleiben wir ebenfalls nochmal 3 bis 5 Sekunden drinne und dann wieder Meldung mit Kreis ablehnen, ganz schnell zum Fahrzeug laufen, einsteigen und wir werden auch hier wieder direkt in den MOC reingezogen. Das Fahrzeug wird automatisch abgespeichert und damit wäre der nächste Durchlauf auch fertig. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, bis ihr alle Fahrzeuge habt, die ihr haben wollt. Und wenn ihr das Ganze natürlich jetzt wieder aufheben wollt, diesen Glitch, dann müsst ihr die Anwendung schließen, löscht vielleicht noch den Cache, geht dann wieder in eine normale Sitzung rein. Und das war's dann auch schon. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr findet unten nochmal einen Discord-Link, falls ihr vielleicht mit anderen traden wollt. Ansonsten, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.